Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und zum zweiten Teil von, ja, Fakt Berlin, Proli irgendwas hieß es, ne? Und damit, Ja, die. hallo, Tomate. Okay, jetzt habe ich dich schon reingelabert, sorry. Genau, wir schauen von Fakt Berlin die Folge 3, die heißt Poly-Beziehungen und es geht um Poly-Beziehungen. Und wir hatten schon die erste Folge geschaut, schaut euch das unbedingt an. Es ist wirklich unfassbar lustig, was hier für Leute sind, was die sich einreden, was für funktionierende Beziehungen die haben. Einreden Weil, trifft's echt gut. Also. ja, weil Newsflash, das ist einfach nur Einreden. Also. Wirklich, schaut es euch an, dann wisst ihr auch warum. So, und jetzt haben wir hier eine neue Figur, die eingeführt wird in dieser kleinen Doku. Wir sind bei der Hälfte der Zeit. Wir werden jetzt noch 15 Minuten Laufzeit haben. Und wir schauen mal rein, ja? Ja, Katharina hieß sie, ne? Genau, damit viel Spaß. Ich bin zu diesem BDSM-Retreat gefahren und habe dann einen total lieben Menschen kennengelernt und jetzt sind wir ganz verknallt seit einer Woche und verbringen ganz viel Zeit miteinander und lernen uns kennen. Sie waren bei einem Ah, habe ich es BDSM-Retreat, doch richtig gehört, okay. also ja, wahrscheinlich irgendeine Sadomaso-Party außerhalb irgendwo in der Jugendherberge, was weiß Ich hatte halt, bevor ich mich verliebt habe, auch schon Personen, die so meine Lover waren oder mit denen ich mich mehr oder weniger regelmäßig getroffen habe, für Sex oder auch für andere Dinge. Und da musste ich ja bis dato niemandem Rechenschaft ablegen und jetzt ja auch nicht so wirklich, aber trotzdem ist die Ausgangssituation halt irgendwie eine andere. Und ich habe halt auch schon gemerkt, ich hatte auch letzte Woche ein Treffen mit jemandem, mit dem ich für gewöhnlich Sex habe. Und dann hatte ich das aber vorher noch nicht thematisiert und dann habe ich mich halt auch so ein bisschen gehemmt gefühlt oder wusste nicht so richtig, ob ich jetzt vorher das hätte ansprechen sollen. Ich frage mich Und jetzt, ob das was. hast du jetzt mit ihm noch geschlafen oder nicht? Erstens das, ich frage mich jetzt, ob das auch jetzt was mit Polybeziehungen noch zu tun hat oder ob das als einfach so ein zufälliger anderer Handlungsstrang ist. Sie ist Siehst du, jetzt als. der Gegenpol für die traditionelle. Ja, sie steht für die traditionelle Ehe. Richtig, richtig. Ich habe einfach mit der Person, in die ich jetzt verliebt bin, dann auch das Gespräch darüber gesucht. Insofern gibt es einfach noch total viele Dinge, die wir noch sozusagen für uns selbst auch herausfinden müssen. Aha, also sie, okay. Sie wollen jetzt am Anfang noch herausfinden, wie das wäre, so eine offene Beziehung. Wisst ihr, sie ist in diesen Typen verliebt, in irgendeinen anderen, aber trifft sich noch nebenher mit Leuten, mit denen sie normalerweise Sex hat. Und wollt halt Ja. mit dem abklären, ja, dürfte ich jetzt auch mit dem Sex haben. Genau, ist das ein Problem für dich, Schatz? Aber ganz ehrlich, ja, ich find's, ich weiß nicht, wie siehst denn du das, Arti, dass man sich getroffen hat nach einer Woche und dann sagt, wir sind jetzt verknallt. Ich weiß nicht, ist es zu früh? Also kann man dann schon von verknallt sein reden, oder? Ja gut, Kommt wahrscheinlich drauf an, schon. wie oft man sich sieht, ne? Ja, Und das glaube ich auch. Ja. die Frage ist halt wirklich, der Neue, wie sieht er das, ne? Also sagt er hier, also ich oder keiner. Ja. Ne? Die haben sich bei einem BDSM-Retreat getroffen. Da wäre ja auch interessant, ist er eher der Masochist? Weißt du, dass er vielleicht auch so ein Kack ist, der das auch noch gut findet, wenn die was mit anderen hat? Oder ist er, wenn er der Oder Sadist ist er wäre, der dann Auspeitscher? fände ich es halt komisch, weil dann wäre er eigentlich, sollte er so drauf sein, wie du gehörst nur mir und hast nichts mit anderen. Ich denke, sie ist der Auspeitscher hier. Wahrscheinlich, ja. Ach, schauen wir mal. Und ich glaube, das funktioniert halt am besten, wenn wir so in einem Dialog darüber bleiben und uns austauschen. Boah, hat die eine linke Das ist Frisur. auch ganz gekuschelt. Alter, hat die eine linke Frisur. Je gerader der Scheitel, desto linksextremer. Und dann noch dieser Underside irgendwas Cut. Alter Schwede. Wie Dieses abgefuckt das alles ist. Frisur-Meme hier. Ich brauche eine linke Ja. Frisur. Say no more. Ja, dann sitzt du dort mit deinem Club Mate im Sommer. Das ist halt auch alles so dieses 20er-Ding. Weißt du, das macht man halt in seinen 20ern und dann redet man über seine Sexgeschichte. Also, ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist. Aber fehlt dir nicht Chillt. irgendwie, also Warum? ich weiß ja nicht, aber früher ging das doch mit mehr Charme zu. Also entweder du hast so, ich weiß nicht, ob das Frauen anders machen, anscheinend ja schon. Entweder du hast so gescherzt in deinem Kumpelkreis über gewisse Sachen, oder du hast halt wirklich mal so in so einem Vier-Augen-Gespräch offen geredet, aber nie, das wäre nie ins Ge
als Gedanke gewesen, jetzt machen wir das vor der Kamera. Ach so, du meinst jetzt hier mit dem offenen Beziehungsding und so, dass das vor der Kamera normalisiert wird. Ja, das ist halt krass, wie. Und wie, man muss sich hier nochmal vorstellen, diese ganze Doku, das ist halt vom RBB, von unseren Steuergeldern. Also es wird halt, wenn halt hier solche Sachen normalisiert letztlich. Also sowas schauen sich normale Leute an. Im Fernsehen, ja, es ist halt irgendwie okay. Und dann geht es halt Entschuldigung, immer und immer weiter die Spirale. Gott sei Dank gucken sich das anscheinend nur Berliner an und wir zwei Armen. Naja. Und ihr? In der Orgie? Nee, nicht in der Orgie, aber so im Allgemeinen. Ich dachte gerade, sowas ist im Allgemeinen auf der Konk. Was habe ich gekuschelt? Ja. Mit wem? Mit deinem Liebsten. Also. Du hast ja Angst, dass es nicht funktioniert, dass es, oder dass es nicht weitergeht. Ja, und vor allem, ich glaube halt wirklich, dass es einfach so ist, dass ich vorher gar nicht so richtig da war, oft in so einem Kontakt. Also, dass ich einfach, wenn ich gemerkt habe, jemand kommt mir nahe, ich sofort innerlich irgendwie so auf Abstand gegangen bin und halt eher so eine Mauer um mich herum gebaut habe. Und jetzt konnte ich mich halt einmal drauf einlassen. Und es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich von heute auf morgen gar Boah. keine Unsicherheit mehr spüre. Nee, ist natürlich auch irgendwie bi, ne? So wie die jetzt gerade hier rumgekuschelt haben. Also sie ist vielleicht so dieses, ich denke, dass ich bi bin, weil es gerade in ist, aber ihr Blondshop-Freund da, Die ist volles die Programm, ist da, meinst du? ja. Woran machst du es fest an der Frisur? Und das ist legitim. Auch weil sie ist jetzt die sozusagen die Zärtlichkeiten ausstreut und sie lässt das ja mehr oder weniger über sich ergehen gerade. War das so? Moment. Ich mich halt Oder? einmal drauf einlassen. Und Ja, es ist ja, natürlich jetzt ja, nicht so, dass ja, ich von heute auf morgen gar keine Unsicherheit mehr spüre, sondern ich spüre halt eigentlich meine Unsicherheit viel unmittelbarer als vorher. Ich bin mir irgendwie viel bewusster darüber und gleichzeitig kann ich viel besser einfach in dem Moment bleiben und nicht irgendwie mir schon so im Kopf ganz viel ausmalen. Oh, was ich immer krass finde, wie bezeichnend das ist. Ja, wir tun da jeden Satz stoppen, aber es ist halt alles so absurd. Wie oft das Thema, das Wort Unsicherheit oder sowas fällt hier. Und das ist Ja. so, finde ich, auch ganz bezeichnend für diese ganzen Poly- und irgendwas-Geschichten. Das ist halt die pure Unsicherheit. Sicher ist, wenn du einen Partner hast, auf den kannst du dich verlassen. Und alles andere ist halt unsicher. Ja, und da müssen wir erstmal reden und das abläuft. Also, Ich Mädel, würde wenn du das. Sicherheit suchst, dann such dir einen Kerl und den liebst du dann und gut ist. Ich würde das jetzt auch gar nicht an den Partner an sich festmachen, sondern an diesem Konzept der Beziehung an sich. Das, also Ja, klar. dieses, du suchst dir einen Partner, das hat sich über Jahrtausende bewährt. Ja, Und eben. jetzt hast du diese, ja, seit den 60ern so langsam erscheinenden Konzepte. Und anscheinend ist das ja alles noch nicht ausklamüsert, wie es funktioniert, ne? Weil wir sind ja andauernd unsicher, dies, das, tralala. Ja, eben. Man Das könnte sieht auch man die vielleicht ganze. sagen, Ja. ja, vielleicht funktioniert es halt auch einfach nicht. Vielleicht sind das Konzepte, die mit der menschlichen Natur nicht vereinbar sind. Ja, richtig, sorry, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Ja, das Alles ist immer gut. die ganze Zeit dieses, ja, wir müssen drüber reden, uns erst kennenlernen, unsicher, ich muss da in mich reinforschen. So war auch der Christoph in der letzten Folge, die wir gesehen haben. Also, Ja. ZOR oder so. Boah, wie mich das triggert. Okay. Weil du musst ja auch mal sehen, Ich du habe hast ja jetzt. nicht bloß diese Beziehung im Alltag, aber wenn du so viel Zeit und Gedanken da rein investierst, in deine Unsicherheit, das irgendwie für dich aufzulösen, dann bleibt ja vom restlichen Leben nicht mehr viel übrig. Ja, eben. Du kommst gar nicht zu viel anderen, denke ich. Also Richtig. deswegen dreht sich dann alles nur noch um Sexualität in deinem Leben. Das kann ja auch Und kein Zustand sein. nee, also das ist vielleicht mal eine Zeit lang schön, aber nichts für Dauer. Also gar Ja. nicht. Den Kopf ganz viel ausmalen. Ich habe jetzt so den Durchbruch erzielt, den ich halt irgendwie, wo ich jahrelang darauf hingearbeitet habe. Und das ist halt so ein geiles Gefühl. Du hast ja an dieser Szene, hast dich auch da wirklich, man muss sich ja damit sich Genau, man, auseinandersetzen. genau, man Andere muss. fragen ja was oder wollen was von einem oder Ja. agieren. Ja. Also kannst du nicht einfach, ja. Nee, genau, man, also wenn man sich nicht mit sich auseinandersetzt, dann wird man da über kurz oder lang auch nicht zufrieden sein, weil man kann sich halt auch nicht so richtig mit den anderen Leuten irgendwie connecten, wenn man so eine gewisse Arbeit auch nicht macht und seine Persönlichkeit nicht weiterentwickelt. Ich will diesen Sommer mit diesem Gefühl, was ich gerade habe und wofür ich ja auch irgendwie jetzt einen ziemlich langen Weg zurücklegen musste, einfach genießen und einfach irgendwie sein. Und auch dieses Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit und mich aber trotzdem gleichzeitig verbunden mit anderen Menschen zu fühlen. Gott!
Also A, wieder war das ein nichtssagender Satz hoch 10. Ja, die sagt so viel, ohne was zu sagen. Übster Politiker auch. Ja. Luisa, wir haben dich durchschaut. Ja. Aber was sie da gesagt hat, ich habe jetzt, wer hat sie es formuliert? Ich habe jetzt so viel riskiert und auf mich genommen, um dieses Gefühl zu erreichen. Und irgendwie so hat sie das gesagt. Ja, genau. Was hat sie denn gemacht? Sie hat sich einmal auf einen Typen eingelassen, so ein bisschen, aber nicht ganz, weil man lässt sich ja heutzutage auf nichts völlig ein. Und das tut sie als riesige Errungenschaft in den Raum stellen. Als hätte sie gerade irgendwie die Quantenphysik neuer gedacht. Ach, lass mich in Ruhe. Ich hatte hier noch eher einen anderen Vibe. Also die hat gesagt, ja, ich musste so darauf hinarbeiten, dass ich so dahin komme und jetzt fühle ich mich erst wohl und so. Ich meine, das sagt doch eigentlich, dass alles, was du davor gemacht hast, Quatsch war. Weißt du, dass du dich selbst dazu gedrängt hast, das jetzt gut zu finden. Also, dass halt diese ganze, zum Beispiel diese BDSM-Partys oder so, ich meine, klar, Sex ist schön, so, es wird sich vielleicht mal gut angefühlt haben, rein körperlich, aber man wird halt schon offensichtlich irgendwie psychisch gemerkt haben, dass es ganz eigenartig ist. Mhm. Also, diese verwirrenden Beziehungskonzepte, die halt vorher hatte. Ja, aber sie hat es auch nicht ganz abgelegt, ne? Sie ist jetzt zwar bei diesem Typen hochverliebt. Ja, genau, und das aber, meine ich, sie musste sich erst einreden, um jetzt an der Stelle zu kommen, wo sie sagt, ja, ich fühle mich jetzt damit wohl. Das musste sie sich erst einreden. Das ist zumindest das Gefühl, was ich habe. Und das ist eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, es ist krank, aber es ist auf jeden Fall irritierend. Also, gesund ist das nicht, nee. Ja. Aber gut, sie kriegt vielleicht die Kurve, also wir drücken mal die Daumen. Mal sehen, ja. Ja, boah, ich bin zu viel für dich. Ja, ich weiß. Müssen wir nochmal Pause machen wegen dem Lied vielleicht? Wieder Hochqualitäts-Funk-Rapper bestimmt wieder zuhören dürfen oder so. Genau, deswegen machen wir in dem Lied ab und zu mal kurz Pause, Leute. Dass du das nicht entbrichst, ich bin zu weit. Da können wir vielleicht mal die Berliner Szenerie hier kommentieren. Naja. So typisch. Ist ja ein schöner Park, ist okay. Ein sich schöner Park, wo halt irgendwelche Studenten rumhängen und so. Mit mir weiß man nicht, ob es so bleibt. Ich bin zu viel für Hütten. Dich. Ah, jetzt kommt wieder die interessante. So. Die Exam Practice. In this, okay, also die ist Englischlehrerin oder was, um Gottes Willen. Mhm. Dieser Lehrerin, die Nina. Die 90s waren auf Praktikum, die sind zurückgekommen und haben sich gefragt, was soll denn das Bild da an der Wand? Und da stand halt drauf irgendwie so, nein heißt nein, stopp heißt stopp. Das ist wichtig so und hab das dann mit den Schülern irgendwie thematisiert. Und habe jetzt auch nicht geplant, so, oh, jetzt sprechen wir da mal drüber und jetzt überlege ich mir, was ich da sage. Moment, ich wollte nochmal den Sticker sehen. Alles kaputt, macht's richtig. Okay, keine Ahnung. Man kann es leider nicht ganz lesen. Oder jetzt sprechen wir da mal drüber und jetzt überlege ich mir, was ich da sage. So, liebe Kinder, heute reden wir im Englischunterricht mal, wie man sich ordentlich durchficken lässt, während der Partner zuschaut. Ja. Und wie man das in einem schönen englischen Essay verpackt. Was ist das denn? Wir reden über Nein heißt Nein im Englischunterricht. Also das ist auch so eine Art Lehrerin, die unbedingt immer ihre Themen durchdrücken muss. Also die hätte ich übelst gefressen als Schüler. Das solche Lehrer habe ich gehasst. Ja, ja. Also die soll mir einfach Englisch beibringen und was über Past Participle hast du nicht gesehen, aber ne, irgendwelche Themen halt setzen. Ja. Das war einfach ein authentisches Gespräch, weil ich dann darüber gesprochen habe, ihr habt keine Ahnung, dass hier mindestens statistisch gesehen zwei Menschen jetzt gerade hier in diesem Raum sitzen, die in so einer Situation waren, Nein sagen zu müssen und das vielleicht nicht geschafft haben oder das nicht verstanden wurde. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist jetzt irgendwie vom Thema ab, wir waren noch bei Polybeziehung, aber so, war vielleicht dein Mann in der Situation, dass er hätte Nein sagen müssen? Also, stimmt, so rum, ja. War das vielleicht so, als du so eine offene Beziehung einleiten wolltest? Das war total schön, ihnen sehr selbstbewusst entgegentreten zu können. So, ich bin früher jemand so gewesen in eurem Alter, der sowas mehrfach erlebt hat. Aha, aha, interessant. Aha, okay, okay. Da tun sich ja wieder Abgründe auf. Also. Da tun sich Abgründe auf. Also, warte mal, das müssen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Sie war nicht selbstbewusst genug damals, um Nein zu sagen. Aha. Also sie ist mehr oder weniger, wenn man es jetzt mal extrem ausdrücken will, vergewaltigt worden. In einer gewissen Art. Ja, ja, könnte sein. Oder dass sie von jemand anderem vielleicht in dieses offene Beziehungsding so ein bisschen reingedrängt wurde irgendwie. Vielleicht, dass Ena halt so mega anhänglich war, aber ich tue mich da jetzt auch schwer.
Ich glaube, das hätte sie jetzt, weil sie das ja selber, ist eher deins. Selber fährt, als positiv verkauft. Du hast recht, ist eher deins, ja. Also sehr interessant, dass wenn du dann auch so eine komische Beziehung fährst, halt schlechte Erfahrungen gemacht hast, ne? Sexueller Natur. Also es tut mir jetzt leid für die Frau, ehrlich gesagt. Natürlich, aber... natürlich. Ja. Dann noch Lehrer. So was, man kann immer reden, man kann immer, nein, so stopp, das so kann man was. Immer machen, aber das muss man, glaube ich, trainieren, das muss man, glaube ich, üben. Also ich glaube, dass es tatsächlich vielen, vielen, vielen Menschen sehr schwer fällt. Hat sie einen Punkt, ja. Ja, klar. Gerade als Frau. Also ich fand's halt, ach, das ist der Ehemann wieder. Aber auch als Kerl, also wenn die Frau dir irgendwas abverlangt und du die liebst, obwohl das, was sie dir abverlangt, total gegen deinen Strich geht, wirst du es in der Regel trotzdem machen. Ja, und da muss man dann auch mal Nein sagen. Ja, das ist halt. Hast du völlig recht. Ja, ja, ja. Es gibt ja diese Leute, dieses Don't Ask, Don't Tell Modell und so, ne? Also, was ja so nicht drüber reden und so. Und dann, aber das ist halt so gar nicht meins zum Beispiel. Ich finde es immer total toll und geil, wenn du mit jemandem zusammen eine Connection hast. Ja. Also, so wie du und ich eine Connection haben, ist mega wichtig. Das ist jetzt übrigens. Das ist ein anderer, doch, oder? Ist doch nicht der Ehemann, das ist ein anderer. Und ich frage mich, ob das jetzt einer von denen ist, mit denen die rummacht. Ja. Wahrscheinlich. Also, es ist ja krass, wie ähnlich der aber der Ehemann sieht, ne? Also, hat die ja voll einen Typ, wisst ihr? Die Glatze und der Bart einfach. Aber keine Fingernägel, du weißt. Die sind für den Hauptmann vorbereitet. Naja, der andere hatte auch eine so bunte Fingernägel. Von der meine ich. Ach stimmt, das war der Exotische. Ja, okay, ja. Noch mal kurz zurück, was sie gerade labern. Geil, wenn du mit jemandem zusammen eine Connection hast. Ja. Also so wie du und ich eine Connection haben, ist mega wichtig, wenn ich mit dir in so einen Trip gehen würde. Ich persönlich würde niemals alleine in so einen Trip gehen. Das würde mich null reizen. Ja, okay. Was mich desillusioniert hat auf diesen Partys, war halt so, für mich war das dieses, wir sind so ein Netzwerk, alle sind irgendwie offene Beziehungen, alle sind irgendwie cool mit so sexpositiv, voll geil, alle knutschen mit allen rum so. Aber es gab halt, das habe ich dann gemerkt, so diese unsichtbare Boundary, dass die anderen Männer da nicht mit mir zum Beispiel knutschen wollten. Oder ich hätte vielleicht auch mehr gemacht, aber das wollten die halt nicht. Und das war voll komisch für mich als Erlebnis, weil wir ja alle so miteinander rumgeknutscht haben und ihr Mädels habt alle miteinander rumgeknutscht, alle Typen haben mit allen Mädels rumgeknutscht, aber kein Typ knutscht mit mir so. Ja, woran könnte das liegen? Dass das Frauen eher bi sind vielleicht? Ja, woran könnte es liegen, sag mal an. Ach so, okay, war das jetzt schon das Ding von der Aussage? Frauen? Also, dass Männer sind halt wirklich eher hetero und Frauen, warum auch immer, mögen das halt auch mal mit einer Frau rumzuknuschen. Also, beide Geschlechter mögen Frauen eher, oder? Anscheinend. Ich habe da echt schon drüber nachgedacht, das ist irgendwie merkwürdig, aber gut. Bei uns sind halt offensichtlich optisch ansprechender. Das ist ja Fakt. Ja, ja. Und ich finde es halt komisch, darüber nicht zu reden, weil wir so tun, als gäbe es dann nie Probleme und die gibt es doch offensichtlich so. Ja. Und ich glaube, wir reden genau deshalb nicht darüber, weil wir nämlich Angst haben, darüber zu reden, weil es vielleicht dann irgendwelche Dinge nicht passieren, die ich mir aber vielleicht wünsche. Aber ich spreche die Wünsche nicht aus, weil dann kann ich heute mal irgendwie heimlich mal mit der anderen da mal kurz rumknutschen und hinterher ist dann aber blöd, weil ihr Freund ist dann eifersüchtig. Aber dann habe ich es ja schon gemacht. Das liebe ich einfach an dieser Party, ne? Dass nicht einfach so krass viele Leute gerade irgendwo sitzen. Das haben wir vorhin schon gehabt im Blumenladen, ne? Ja, in irgendwelchen Blumenläden heute sind und in irgendwelchen Maskenläden und irgendwelche Klamotten abholen, so bei, hey Gabi, hast du nicht noch das Kleid von damals? Was labert dieser Typ? Was laberst du? Elena? Ja? Wie geht das jetzt mit der Kur? Du machst einfach meinen Kopf rum. Also, das ist wirklich Berlin, wie ich es mir vorstelle. Ja? Irgendwie schon. Jetzt diese ganze Kulisse gerade. Ja. Sitzt sie da eigentlich gerade im BH? Oder ist das ein Oberteil? Oder? Okay. Also, tja. Ja. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, so ein Sport-BH vielleicht, ja. Vielleicht heiratet jetzt ja gerade einer von denen oder so. Das ist die Vorbereitung. Hippie-Scheiß und ja, das sind alles solche, naja, so ein bisschen Orientierungslosen, würde ich sagen. Ne? Das also, trifft's gut, ja. Wir werden jetzt alle irgendwie keine feste Familie haben oder so halt. Also eigene Kinder, also so zumindest mein Eindruck. Also na gut, sie ja schon, aber dann halt wieder diese komische offene Beziehung und Pikachu. Und lässt aber wirklich viel Platz, dass du ein bisschen mehr Size hast. Schon deutlich mehr Size, als du brauchst. Sieht das jetzt scheiße aus? Nein, es sieht überhaupt nicht scheiße aus. Weil dann scheiße einfach aus, weil hier Platz vorne ist. Ein paar mehr Blümchen mit. Ey, was? Wie geil ist das? Christian! Oh, du Toller. Ich mach dir das schon, oder? Anno? Du darfst alles sein, was du willst, was du bist. Because you are the ja, hübsch ist sie schon, oder? Finde ich. Ja, das ist für das Alter definitiv
völlig okay. Ja. Es passt halt alles gerade nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wo die Reise hingeht gerade. Ganz merkwürdig gerade, ja, ja. Der Typ jetzt, achte mal darauf, was der anhat. Was du bist. Das ist so irgend so ein BDSM-Scheiße. Oh Gott, ja, irgend so ein Lack und Leder. Ach so, alles klar, die haben ja vor uns über diese sexpositive Party berichtet. Ich glaube, die bereiten sich jetzt darauf vor, zu so was hinzugehen. Ah, okay. Sagen, machen, denken, fühlen, was du willst. Because you are that bitch. Kinder. So, ich muss bloß kurz pausieren wegen der Musik, ja? Wegen? Ah, okay. Macht nicht rich, Küche putzen. Macht nicht rich, alte pflegen. Macht nicht rich. Okay, und weiter. Ich, mach mich rich, sorgerecht, mach mich rich, Wohnung einrichten. Ich war auch noch auf Hause. Aber wir könnten, ich finde das ja aber interessant, einfach von den Bildern hier, das ist ganz nett geschnitten. Also da muss ich sagen, so rein von der Machart ist die Doku sehr gut gemacht. Also die Kameras, die Schnitte, finde ich wirklich top. Gibt kaum Längen, ja. Gibt kaum Längen, eben, ist total genial. So, jetzt wird die hier irgendwie... Wird jetzt hier irgendwie einparfümiert oder was? Also, wie so ein griechischer Adonis wird da so ein bisschen die Hautfarbe wahrscheinlich glänzend gemacht. Ja. Wohnung einrichten, macht nicht rich. Oh, Glitzerscheiß, okay. Noch schlimmer. Und er darf nebenbei kochen. Er darf dann auch auf die Kinder aufpassen oder so. Ja, er geht gar nicht zu der Party scheinbar, kann das sein? Na gut, weißt du warum? Er hat ja seine Freundin. Er braucht ja keine andere. Nee, ich denke, der wird da relativ traditionell fahren. Der wird seine Frau haben, die Nina, und dann nebenbei die Laura oder so hieß die. Die Ante, die Jüngere. Ja, total traditionell. Okay. Das merke ich jetzt ganz selber. Alles klar. Okay. Ja, das kann sein. Stimmt. Weil das war auch die Midsommernacht. Ja. Ich hoffe, dass ich da irgendwelche Leute finde, mit denen ich knutschen kann, auf jeden Fall, mit denen ich touchy sein kann. Vielleicht ist das der ein oder andere von euch. Also was mich die ganze Zeit bei dieser Doku so aufregt, aber da kann die Doku nichts für, da können die Leute was für dieses Rumgeenglische. Also die sind ja teilweise älter als wir und dann immer touchy und was weiß ich nicht. Ja, Fonds mit der Size. Und alles stimmt. Es ist in jungen Jahren kann man das mal machen, aber wenn du dann so der Riso wirst und dann immer noch fast jedes zweite Wort Englisch ist, ist halt einfach peinlich. Aber interessant, dass du es ansprichst. Ich finde, das ist auch so ein bisschen symptomatisch für dieses ganze Thema, was ich da sehe, das nicht älter werden wollen. Also ich habe bei all diesen Leuten halt das Gefühl, die sind so die ewigen Jugendlichen, weißt du? Ja. Also ich bin jetzt auch eher weniger der Mensch, der dann da mit irgendjemandem Geschlechtsverkehr haben muss, obwohl das tatsächlich auch einmal passiert ist. Ich habe halt heute eher einfach wirklich Bock auf Party so. Ich habe gar nicht so groß Bock auf irgendwie mit irgendwelchen Leuten krass was haben müssen oder irgendwie sowas. Seid ihr in einer Beziehung? Ja, ach so. Ja, genau, stimmt. Ihr kennt das ja noch gar nicht. Ich bin heute eher, also wenn sexuell was geht, dann geht es mit Arno und ich würde mir von euch, also ich weiß nicht, wie der Ort da ist, ne? Ich kenne, wie gesagt, nur eher so Darkroom-Orte so. Wenn wir was starten würden, hätte ich, glaube ich, gar kein Problem, wenn dann andere dabei sind oder zugucken. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sich dann eben der Konsent abgeholt wird. Und es darf sich mit Blicken zum Beispiel reicht vollkommen aus. Und ich schaue mir das Ganze an und freue mich voll auf die Zeit mit euch. Ich weiß halt auch noch so gut, als ich zum ersten Mal hingegangen bin. Und ich war auf jeden Fall, glaube ich, nicht so locker wie du. Und wir hatten auch nicht so eine gute Runde wie jetzt. So, das hätte mir, glaube ich, auch total geholfen, zu wissen, so, was will ich da jetzt eigentlich oder so. Da ist angeblich jetzt aber keine Schlange. Die stehen da. Naja, das ist aber nicht die Ticketschlange, glaube ich, oder? Ah, okay. Die stehen. Arti, warst du schon mal bei sowas? Ich weiß ja nicht mal, was das jetzt wird, also ich kann es doch nicht beantworten. Okay. Jeden Freitag so. Wir stehen da. Hier ist gut, wir sind ja noch früh, ist doch gut. Ja, voll. Voll. Danke. Danke, ciao, schönen Abend noch. Danke, aus. Tschüss. Die Taxifahrer in Berlin, ne? Die haben auch alles gesehen. Die sind übelst traumatisiert. Also ich glaub, schlimmer als jeder Vietnam-Veteran. Wenn da so ein normaler Brandenburger Ossi sich da mal aus Versehen hin verirrt, der wird dann erstmal angeklotzt vom Taxifahrer so 5 Minuten. Ja, hey, sie sind ja normal. Es war total schön mit den Leuten, mit denen wir da waren, die immer wieder zu treffen, aber dann auch alleine. Ich habe schöne Kommentare bekommen, ich habe ein bisschen connected mit Leuten, es war total schön. Es hat sich nicht ergeben, dass wir irgendwie geknutscht haben oder so mit irgendjemandem. Mhm. Das ist wohl doch keine 20 mehr. Warum nicht? Ja, naja, genau. Der arme Typ. Oh, jetzt wieder hier. Street Credibility. Aha.
Scheiße, jetzt eskaliert das hier wieder. Alter, jetzt eskaliert es ja. Ach du Scheiße! Das ist ja mal wieder so geil. Der Rüdiger hier, wo ich übrigens. Das ist ja richtig. Das ist der Fotograf. Guck mal, und die links vorne, die hübsche. Das ist die alte, das ist, ja. Das ist seine Frau. Und er ist währenddessen im Hintergrund, schaut weg und tut irgendwas bemalen mit Graffiti. Die Kartoffel darf arbeiten. Genau, während der Rüdiger seine Frau fotografiert. Und der Rüdiger, für die Zuschauer, die vielleicht die letzte Folge nicht geschaut haben, also das ist der hier links vorne im Bild, der Fotograf, der bumst halt die Frau links, das ist die Frau von dem hinten rechts, also Ehefrau. Ja, das sieht halt auch aus wie so ein richtiger Rüdiger, also so ein Südspanier, um es mal nett auszudrücken. Genau, das ist ein richtiger Rüdiger. Rodrigo, ja. Ja, wäre das auch cool, wenn wir so ein bisschen shooten, dass wir auf diesen Dingern so klettern? Bin ich dir zu assi? Ja. Ist das jetzt seine Freundin, die er abgeschleppt hat? Weiß ich nicht. Achso, die Blonde da, ja, das rechts oben, dass die von dem Rüdiger noch die ist. Hm? Wahrscheinlich, der hat ja gemeint, ja, ich treffe mich auch noch mit anderen und so. Hast du nicht gesehen. Oh, das ist so krass. Ja, der macht halt die Fotos und er tut im Hintergrund ja, sein Graffiti. Er tut sich ablenken von der Schmach. Er lenkt sich ab. So, bloß für die Musik. Okay. Für die Musik, ja. Aber nach wie vor, ich finde die Doku wirklich geil gemacht von den Bildern einfach. Also ist schnell geschnitten, ist nicht langweilig. Ist immer was los. Also die zweite sieht halt übelst aus wie so aus, ja, aus dem Sozialismus so, diese Frauen. So diese Posterplakatfrauen. Wegen der Frisur oder woran machst du das ja, fest? Ja, ja, Frisur, Statur. Aha, okay, interessant. Wäre mir so nie in den Sinn gekommen, aber okay. Ich muss nochmal pausieren wegen der Musik. Es tut mir wirklich leid, liebe Zuschauer. Aber wir müssen halt wirklich gucken, dass wir keine Strikes kriegen. Und das hast du nicht gesehen. Ja, also apropos, echt, ne? Nicht, dass wir wieder ins Erziehungscamp müssen. Ja, apropos, zerstört den Like-Button, schreibt ins Kommentar. So. Wenn man diese Kinky-Leute kennenlernt und das ist dann immer so und alle sind immer sexy und fühlen sich immer heiß und sind immer horny und das hat mich auch echt unter Druck gesetzt. Und dann habe ich dann so gelernt zu sagen, hey, es ist doch auch völlig okay, mal keine Lust auf Sex zu haben und sich nicht immer gut zu fühlen, nicht immer comfy zu fühlen. Und habe dann auch viel mehr angefangen, mit den Menschen, die ich treffe, auch auf solchen Partys, darüber zu sprechen und dann einfach zu sagen, hey, keine Ahnung, manchmal fühle ich mich einfach nicht sexuell und fühle mich auch nicht schön und nicht, ja. Und das ist völlig okay. Und dann habe ich so tolle Gespräche auf einmal geführt, dass die anderen Menschen, dass es ja allen so geht. Schön. Aha, es ist also symptomatisch. Man wird älter und kann nicht mehr wie so ein Karnickel rummachen. Hm. Sachen gibt's. Generell kann man das nicht ganz wünschen. Okay, das ist schön. Mhm. Oh, wie süß. Also ich glaube, ich bin von uns beiden auch eher so der Eifersüchtigere. Ja, ach was. Ja, das haben wir schon in der ersten Folge 3000 Mal klargestellt. Du hast recht, er wird wirklich zu der Kackszene, Kackhole. Also er findet das auch irgendwie geil, denke ich. Das wird er wahrscheinlich gleich sagen, ne? Vom Rüdiger weggebumst wird. Okay, dann mache ich nochmal ganz kurz zurück, damit wir die ganze Aussage haben. Pardon. Also ich glaube, ich bin von uns beiden auch eher so der Eifersüchtigere. Ich hatte für meinen Teil, hatte ich unglaublich viel zu lernen und zu reden. Das sind Ängste, die wir alle haben. Und ich glaube, ich damit war auch echt so drüber. Ne? Wir haben immer wieder dieselben oder ganz ähnliche Gespräche geführt, da rauszukommen. Aber ich habe das für mich gebraucht irgendwie, das immer wieder. Alter, was du schwafelst! Nein, diese Ängste haben wir nicht alle, weil wir normale Beziehungen führen. Meine Frau wird nicht vom Rüdiger weggemacht. Ja, es ist doch irgendwie so ein Ding der Jetztzeit, über alles reden zu müssen. Ja, echt. Dann noch erkläre dich, warum ist das nochmal genauso? Genau das. Und das ist genau das, was ich vor uns bei der Eden bemängelt habe, bei der Katharina, die wir ganz am Anfang von dieser Folge gesehen haben. Die auch, ja, ich musste das mich erstmal erforschen und pipapo, ach, Mann. Das immer wieder anzusprechen. Und auch wenn ich dich damit belastet habe manchmal auch, ich glaube nicht, dass ich heute schon komplett davon gefreit bin, so, aber ich weiß, glaube ich, trotzdem eher, was ich brauche. So, und das sind dann immerweise auch mal diese Gespräche irgendwie. Ja, was brauchst du denn? Brauchst du sie alleine für dich? Kann das vielleicht sein, ja. Das ist nicht so der Hit. Willst du eine normale Beziehung vielleicht mit einer Frau, die dich liebt und die du liebst und ihr liebt euch nur beide? Und
ist kein Dritter. Bis ins Leben und Ende, Vierter, ja, da ist kein Rüdiger. Ja. Oh Mann, ey. Also, es, also jetzt mal ohne Scheiß, es scheint ja wirklich so zu sein, wenn er andauernd wieder dieses Bedürfnis hat. Er fängt das immer wieder an. Ja. Er fängt das immer und immer wieder an. Also ja, du hast völlig recht. Anstrengend, die Leute, ja. Die ist schon hübsch, aber die ist toxisch, wie scheiße. Wenn Chris immer dabei ist oder auch andere Menschen in irgendwie Gruppenkontexten, dann habe ich manchmal Schwierigkeiten, mich auf die einzelne Person zu fokussieren und dann eben auch wirklich in einen engen Kontakt miteinander zu gehen, eine Connection aufzubauen. Und das fiel mir wirklich viel leichter, als ich mit der Person alleine war. Also die merkt es ja selber. Okay. Ja, eben die Beziehung mit dir für mich auch immer absolute Priorität hat, bereichert es mich auch mehr, wenn ich Dinge erlebe, die auch unserer Beziehung was bringen. So, so eine Priorität wie dieses Abendmahlbildnis vorhin. Ja, und das wo du ihm die kalte Schulter gezeigt hast. Ja, genau, lass mich das in Ruhe. Genau das, also dieser Satz gerade, die Beziehung mit dir hat die übelste Priorität für mich, das wundert mich gerade total, weil irgendwie wirkt das für mich gar nicht so. Also ich gucke, ganz ehrlich, die wird halt echt so auch so ein bisschen sadistisch drauf sein, dass sie es halt einfach geil findet, dass er halt so hinten ansteht, weißt du? Und dass sie deswegen auch unbedingt ihn haben will, weil er macht das alles mit, ja. Genau, und das ist wahrscheinlich sogar noch schwieriger zu finden, weil folgendes. Klar, sie hat jetzt was mit diesem dunkelhäutigen Typ, wir nennen ihn weiterhin Rüdiger, ne? Rüdiger, genau. Aber so angenommen, der Rüdiger würde jetzt sagen, ich will das nicht mehr, dann hätte sie ja gar kein Problem, irgendwie einen neuen zu finden, mit dem sie bumsen kann. Aber nochmal jemanden zu finden hier, wie den hier rechts, den Chris, der das alles mitmacht, das wird schwieriger sein. Und deswegen ist das die Priorität. Und der sich das einredet, dass das so okay ist. Ja. Genau. Da musst du noch schon eine Weile suchen. So einen labilen Typen, ja, das ist schwierig zu finden. Ja. Dinge erlebe, die auch unsere Beziehung was bringen. Du bist die harte Psychoanalyse hier die ganze Zeit. Und deswegen haben wir jetzt auch drüber gesprochen, dass wir das eher überwiegend machen wollen und das mit dem separaten Daten einfach vielleicht mal ab und an, wenn du oder ich mein Bedürfnis danach haben. Moment, oh, warte, was war das denn jetzt? Da mache ich nochmal von ganz von Anfang. Wollen die jetzt das einstellen hier mit dem, mit der offenen Beziehung? Ja, okay. Wir hören uns das nochmal im Ganzen an. Entschuldigung, Leute. Da eben die Beziehung mit dir für mich auch immer absolute Priorität hat, bereichert es mich auch mehr, wenn ich Dinge erlebe, die auch unserer Beziehung was bringen. Kannst du mich halten? Kannst du mich halten? Und deswegen haben wir jetzt auch drüber gesprochen, dass wir das eher überwiegend machen wollen und das mit dem separaten Daten einfach vielleicht mal ab und an, wenn du oder ich mein Bedürfnis danach haben. Mhm. Und das ist jetzt wirklich sehr spannend. Interessant, also er hat es immerhin so hingekriegt, die so zu bearbeiten, dass sie das jetzt nicht mehr macht. Also nicht mehr so oft. Nur wenn sie einfach, warte mal ganz kurz. Sie hat gesagt, wir machen das nur noch, wenn du oder ich ein Bedürfnis danach haben. Heißt auf Deutsch, wenn sie ein Bedürfnis danach hat, weil nach wie vor ist es einfach, es ist einfach unterschiedlich in Angebot und Nachfrage. Sie hat halt eine riesige Nachfrage nach ihr und der Typ nicht. Also er ist nicht nachgefragt auf dem Datingmarkt. Sie braucht wirklich nur in eine Kneipe gehen und wird irgendeinen Typen finden, der die Bummes. Deswegen gibt es für mich da jetzt eigentlich nur zwei Sachen, wie das passiert sein kann. Die erste wäre, er hat irgendwann mal gesagt, also entweder es gibt nur mich oder uns beide gar nicht mehr. Glaube ich aber nicht. Und die zweite ist, er hat ja da diese eine Freundin da gehabt, mit der er ein bisschen rumfickt. Ne? Ja. Dass sie jetzt so eifersüchtig ist, um das einzustampfen, dass wenn nur noch das Bedürfnis mal vorhanden ist bei beiden, also bei ihr, wie du so schön sagtest. Ja, ja. Dass jetzt wieder nach ihren Regeln gespielt wird hier. Warte, aber du sagst jetzt, der hat eine Freundin zum Ficken und das glaube ich nicht mal. Er hat sich vor uns mit Ena getroffen. Er hat vor uns ein Date mit Ena. Achso, du verwechselst den vielleicht jetzt hier mit der Nina, mit der Mutter, die Lehrerin war. Weißt du, der hatte doch der Ehemann. Jemanden. Aber er, der Chris, der hat vor uns nur... Dann habe ich es wirklich verwechselt. Stimmt, ja, scheiße. Ich gehe fest davon aus, der Chris hat niemanden. Gehe ich fest davon aus, der hat niemanden. Du meinst, das war sein Masterplan. So, ich kann es ihr direkt sagen, aber das frisst sie irgendwie nicht. Also sauge ich mir die harte, hübsche Freundin aus dem Arsch. Ganz ehrlich, der wird...
ganz ehrlich, der wird so lange da rumgemoselt haben und immer wieder auf seine weinerliche Art halt, ja, ich muss da diese Ängste in mir, die sind ja auch irgendwo normal und ja, da muss ich mich erstmal erforschen und wie ist denn das mit uns beiden? Und wird er so lange die bearbeitet haben und der das irgendwie so klar gemacht haben, dass er dann trotz seiner passiven Art dann irgendwann gehen würde wahrscheinlich, wenn sie es so betreibt, weißt du? Und wie wir vorhin schon geklärt haben, ich denke, für sie ist es halt wirklich schwierig, so einen Typen zu finden, der es mit sich machen lässt, dass es halt jetzt ein bisschen runterfährt. Also so übers Ziel hinausgeschossen, jetzt muss ich das so ein bisschen, ja. Das ist zumindest meine Analyse hier, aber schreib uns gerne hier, wenn du das guckst, die ja gerade abgebildet ist, schreib uns gerne, ja. Oh Gott. Das wäre der erste Kommentar, den ich lösche. Ich habe schnell gemerkt, dass wir das nicht so oft brauchen. Dass wir das nicht so oft brauchen, ja, das ist sie halt. Also, wer braucht das Kabel? Wir haben irre viel gelernt zu kommunizieren, nicht nur miteinander, sondern auch mit den Menschen, mit denen wir Abenteuer haben. Alter, Rüdiger wieder. Und dabei schlafen, sie fliegt noch klar daneben. Auszusprechen, was wir denken, was wir fühlen, was für Unsicherheiten wir auch haben. Das war auch ein ganz. Ja, wo ist denn deine Freundin, Mr. Blaue Fingernägel? Ja, warum liegt er denn da zu viert da? Es ist wirklich so, er ist nur der Kack, er hat niemanden. Langer Prozess für mich, sich dafür auch nicht zu schämen. Ja, boah. Hat sie wirklich gerade noch in die Kamera geblinzelt? Ja, hat sie. Okay. Oh Gott, ey. Ja, mit diesem schönen Bild können wir es beenden. Die Folge hier, Safer Spaces, wo der Typ kommt. Sag ja, der Typ. Die haben wir übrigens gesehen. Ach so, und übrigens, was mir... Ach so, nee, ich nehm's wieder zurück. Alles klar. Ich erzähle jetzt nicht zu viel. Oder? Warte mal, doch. Folgendes. Wir hatten doch vor uns diese Katharina gesehen hier, ne? Die mal ganz kurz reinkam, jetzt hier am Anfang von dieser Folge. Ja. Die ist jetzt hier nämlich, glaube ich, abgebildet bei nächste Folge Safer Spaces rechts davon, von dem Schriftzug, ne? Ich bin der Meinung. Und darunter doch auch. Ist das die gleiche? Weil. Nicht sicher. Ah ja, doch, könnte sein, so von dem Oberteil her, ja. Vielleicht sein. Weil das Ding ist, wir hatten doch in der Folge Safer Spaces, kam die nämlich, meine ich, auch vor. Das war die Szene, wo ich so übelst abgegangen bin, wo die zwei Lesben so miteinander hier sich so ausgepeitscht haben und alles. Ach, das war doch im Hellicht Tage da an diesem... Ja, genau. In diesem Tagungsraum, nenne ich es mal jetzt vorsichtig. Ja. Genau, wo die so ein bisschen, so ein bisschen albern rumgespaßt haben. Also so, wir tun jetzt mal auf SM, also... Ich sehe gerade hier, Tom, die ganzen vier Bilder in der Spalte sind von ihr. Ja, stimmt, genau. Ja, stimmt, und dann war die nämlich auch in der Folge. Und da wird mich... Schaut jetzt euch die Folge an, liebe Leute, es ist wirklich... Ja, es war sehr lustig. Vielleicht schauen wir da nochmal rein. Mich würde interessieren, ob die Alte, mit der die da rumgemacht hat, ob das die war, mit der die auch gesprochen hat vor uns. Auf dem... Ach so, ach Gott. Naja, egal. Ich fand es auf jeden Fall richtig witzig. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Schreibt uns gerne, wie ihr es findet oder ob vielleicht das was für euch wäre, so eine offene Beziehung. Würde mich ja sehr interessieren. Also vielleicht hat jemand davon Erfahrung sogar gemacht. Ja. Und ob ihr aus Berlin seid, wenn dem so ist. Also ob da Mustererkennung. Genau. Schreibt uns A, findet ihr das gut? B, seid ihr aus Berlin? Alles klar. Gut, dann kommt erstmal runter, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.